erzähl doch du mal. Was denn? Wie steht's mit dir? In welcher Hinsicht? Bist du in einer Beziehung? Schon lustig, wie lange wir es geschafft haben, das Thema zu vermeiden. Ja, aber jetzt raus mit der Sprache. Schau, da gibt es zwei Menschen, die können nicht allein sein. Man sagt immer, dass Liebe so was selbstlos Gebendes ist. Und je länger man drüber nachdenkt, desto mehr kommt man drauf, wie wenig selbstlos das Ganze ist. Ich weiß. Also hat sie mit dir Schluss gemacht? No. Du wirkst aber so, als hätte man dich ziemlich verletzt. Oder sowas in der Art. Tue ich das? Ja. Absolut. Also gut. Großes Geständnis. Ich bin nicht hergekommen, um in Museen zu gehen oder so ein Quatsch. Ich bin meiner Ex-Freundin hinterhergereist und habe sie besucht. Das Schlimme am Schluss machen ist festzustellen, dass man was mit anderen hat und froh ist, sie los zu sein. Und plötzlich gibt es ja jemanden, der froh ist, dich los zu sein. Ja, ich weiß. Vielleicht solltest du auf helle Farben schauen. Weil? Das hat mir irgend so eine Alte gesagt, in die ich einen Packen Euros investiert habe. Sie hat gesagt, dass ich einen Serienkiller in mir habe und dass ich diese Obsession nur loswerden kann, wenn ich auf helle Farben schaue. Und hilft's? Bis vor kurzem habe ich noch niemanden umgebracht. Bis vor kurzem. Das heißt, jetzt bist du geheilt. Ja. Wahrscheinlich. Aber sonst ist eh alles okay, oder? Ja.